Was geht ab, meine Z-Fighter Oseli, und heute mit einem kleinen Update zu den V-Jump-Scans zu Gogeta Blue und Super Saiyan Broly. Denn falls ihr meinen Twitter verfolgt, dann wisst ihr, wir haben gestern die kompletten Scans bekommen zu dem V-Jump-Scan zu Gogeta Blue und Super Saiyan Broly. Und da war noch ein weiteres Gameplay-Bild, und auf dem Gameplay-Bild war zum einen ein Int Full Power Broly gelistet. Dieser könnte eventuell nur ein Boss von einer Stage sein, von einem Event, oder auch das Awakening von dem Free-to-Play Broly, das wissen wir nicht. Jedenfalls war aber dort noch ein weiterer Gogeta Blue gelistet, nämlich ein Tech Gogeta Blue. Und da hat sich dann natürlich sofort die Frage gestellt, ey, ist es ein weiterer Gogeta Blue, ist es ein Free-to-Play Charakter und. Dabei war aber wichtig anzumerken, beziehungsweise wichtig war, dass vermerkt war, dass V-Jump die Information von Dokkan Metal bekommen hat, während die Charaktere noch in der Entwicklungsphase waren. Dies wiederum heißt, es könnte sich hierbei auch um einen Fehler handeln. Und eben dazu gab es heute ein Statement von der Dokkan Metal JP-Page zu einem Fehler, nämlich seitens den V-Jump-Scans. Die Korrektur ist folgendes, Freunde: Das Artwork von Gogeta Blue, was sie aus den V-Jump-Scans haben, nämlich der hier, das ist bereits die transformierte Form von Gogeta Blue. Das heißt, den Gogeta, den wir summon werden, der summonable sein wird im Banner, ist ein Super Saiyajin Gogeta, der sich im Kampf unter bestimmten Bedingungen zu Super Saiyan God Super Saiyan, also kurz Gogeta Blue, transformieren wird. Warum habe ich das betont mit Super Saiyajin Gogeta? Nicht wundern oder keine Angst. Die Gogeta, die wir momentan im Spiel haben, die Super Saiyajin Gogeta, die heißen Super Gogeta. Und übersetzt wird quasi, dass der neue Gogeta Super Saiyajin Gogeta heißt. Und dies wiederum heißt, man kann beide in einem Team spielen. Also da braucht ihr keine Bedenken. Dasselbe gilt auch für Super Saiyajin Broly. Denn Super Saiyajin Broly ist ein anderer Name wie Legendary Super Saiyan Broly. Heißt LL Broly, mit Super Saiyajin Broly kann man auch spielen. Jedenfalls ist das hier aus der offiziellen Seite, also das offizielle Statement aus der Website. Das, was wir uns hier jedoch betrachten, sind die groben Google-Übersetzungen. Wenn die richtigen Übersetzungen kommen sollten aus den Boys und Girls, die quasi ihr Japanisch können, aus Dokkan Reddit etc. oder von Goresh, der ist wirklich Shoutout an den guten Übersetzer, dann werde ich das auf jeden Fall auch in meinen Social Media Kanal posten, aber auch damit können wir arbeiten auf jeden Fall. Jedenfalls, wie gesagt, falsch war, dass Super Saiyajin God Super Saiyajin Gogeta gelistet war. Richtig ist, dass es Super Saiyajin Gogeta ist. Okay, die Frage ist jetzt, auf welchen beziehen die sich? Beziehen sie sich auf den transformierten Gogeta Blue oder auf den Tech, den wir im Gameplay gesehen haben? Weil da steht nicht spezifisch dran, dass es der Tech Gogeta ist oder dass sie sich auf den Tech Gogeta beziehen oder auf den AGL. Was ich jedoch annehme, ist, dass sie sich auf den AGL Gogeta beziehen. Zum einen, weil es Summonable Charakter ist und Summonable Charaktere haben eben die Transformation. Natürlich gibt es auch Free-to-Play Charaktere, aber als Gegenüber haben wir ja Broly, und der, bei dem können wir stark annehmen, dass er eine Transformation haben wird. Und außerdem steht aber noch dran, was vielleicht ein wichtigerer Grund ist, oder ja, was eben wichtiger ist in der Einbeziehung, in der Beziehung, welcher Gogeta es sein könnte, ist, hier steht dran, dass der Gogeta aus dem Gacha ist. Das sind wirklich sehr grobe Übersetzungen. Ihr seht schon, da steht Super Saiyan Gotcha oder irgendwas dran. Jedenfalls, was ich daraus herauslesen kann, ist, dass es sich eben um den Gogeta bezieht aus dem Gacha. Und was heißt das? Gacha heißt, dass es ein Charakter ist, den man summon kann. Ja, Gacha Game, Gacha Banner. Also gehe ich eben stark davon aus, dass es sich auf den Summonable Gogeta beziehen. Heißt, der Summonable Gogeta, das sollte der AGL sein, sollte ein Super Saiyan Gogeta sein, der sich im Kampf zu Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta transformieren wird. So steht das auch hier dran. Darüber hinaus wird er sich verwandeln können in der Schlacht unter bestimmten Bedingungen etc. Aber was hier noch dran steht, ist, dass das Erscheinungsbild von dem Gacha Gogeta eben ein, der ja, das dann Dokkan Charakter ist, also Dokkan Fessel Charakter, deswegen gehe ich auch stark darauf, dass der Summonable ist. Oh, aber der wird nach dem Erwachen zu Super Saiyan Gogeta. Was heißt das? Damit will ich nicht sagen, dass der Charakter, den wir beschwören, die SSR-Version, Baseform Gogeta ist. Und wenn man den Dokkan awakt, wird er zu Super Saiyajin Gogeta. Das will und kann ich nicht sagen, das kann ich hier nicht rauslesen. Aber hier steht da dran, dass man den, wenn man den Charakter awakt, dann wird er zu Super Saiyan Gogeta. Muss aber nicht zwingend heißen, dass die SSR-Version, die droppt, Baseform ist. Er kann auch direkt als Super Saiyajin droppen. Jedenfalls wissen wir aus diesem Update, dass der Fehler war, dass es ein Gogeta Blue gelistet war, und richtig ist es, dass es ein Super Saiyajin Gogeta sein soll,
der sich im Kampf zu Gogeta Blue transformieren kann bzw. wird, Freunde. So viel zum kleinen Update zu den Gogeta oder zu den V-Jump-Scans. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was hattet ihr davon. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.